Ich bin Annette Görlich und begrüße Sie sehr herzlich im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Wir sind die grüne politische Stiftung im Land und wir freuen uns über die Kooperation zu dieser philosophischen Veranstaltungsreihe Kristalle der Hoffnung, Kristalle der Utopie. Was für ein schöner Name. Er ist so schön zu ehren des Naturwissenschaftlers, Umweltbildners und Philosophen Jan-Robert Bloch. Wilf Schröter und auch Dr. Annette Schlemm werden später noch auf ihn Bezug nehmen. Die Veranstaltungsreihe findet statt in Zusammenarbeit mit dem Forum Soziale Technikgestaltung beim DGB Baden-Württemberg, dessen 30-jähriges Jubiläum wir damit feierlich begehen. Die Veranstaltungsreihe steht in der Tradition seiner Veranstaltungsfolge Arbeitswelt trifft Philosophie. Philosophie trifft Arbeitswelt. Unterstützt wird sie auch vom Netzwerk Sozialer Zusammenhalt in digitaler Lebenswelt sowie von der Buchzeitschrift Latenz. Wir freuen uns, dass wir heute Abend Dr. Annette Schlemm begrüßen dürfen zum Thema Das Leben künstlich oder menschlich machen, Kritik des Transhumanismus. Transhumanismus ist eine philosophische Denkrichtung, die die Grenzen menschlicher Möglichkeiten, sei es intellektuell, physisch oder psychisch, durch den Einsatz technologischer Verfahren erweitern will. Die Interessen und Werte der Menschheit werden als Verpflichtung zum Fortschritt angesehen, so Wikipedia. Über sich selbst hinauswachsen, nicht nur als Einzelner, sondern als Ganzes, als Menschheit. Es ist ein alter Traum, die Begrenzung des Menschen überwinden. Und es hat schon fast was Religiöses. Daher bin ich sehr gespannt auf die Kritik des Transhumanismus in seiner modernen Version, nämlich in der Version der künstlichen Intelligenz, mit der sich Dr. Annette Schlemm auseinandersetzen wird. Die Moderation hat Welf Schröter, den ich Ihnen kurz vorstelle. Welf Schröter ist Initiator und Moderator des gewerkschaftsnahen Netzwerkes Forum Soziale Technikgestaltung, dessen 30-jähriges Bestehen wir heute feiern. Es wurde 1991 gegründet zur Unterstützung von Betriebs- und Personalräten auf dem Weg in die Wissensgesellschaft. Welf Schröter ist Netzwerker. Und so hat er auch das Netzwerk Sozialer Zusammenhalt in digitaler Lebenswelt mit ins Leben gerufen, wo wir uns beispielsweise wieder über den Weg gelaufen sind. Und er ist Autor zahlreicher Aufsätze und Herausgeber mehrerer Fachpublikationen, wie, um nur einige zu nennen, Der mitbestimmte Algorithmus oder Anatomie des Menschen, Anatomie der Systeme, Identität in der Virtualität. Und er ist Mitherausgeber der Schriften und Texte von Carola Bloch, teilweise zusammen mit Jan-Robert Bloch. Er ist Moderator des Blogs Zukunft der Arbeit und Mitherausgeber der Buchzeitschrift Latenz. Über die Ernst-Bloch-Assoziation lernte er Dr. Annette Schlemm kennen, wenn ich richtig informiert bin. Und Welf, du wirst sie weiter vorstellen und ich gebe jetzt sehr gerne das Wort an dich weiter und wünsche uns allen einen spannenden Vortrag und Debatte. Vielen Dank, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch ich darf Sie recht herzlich begrüßen. 30 Jahre Forum Soziale Technikgestaltung ist der eine Akzent und gleichzeitig auch eine Erinnerung an Jan-Robert Bloch, einen besonderen Menschen, der uns in unserer Arbeit als Netzwerk lange Zeit gut und intensiv begleitet hat. Jan-Robert Bloch war Naturwissenschaftler und Philosoph. Er ist 1937 in Prag geboren worden und 2010 in Berlin ist er gestorben. Das Besondere seines Denkens war, dass er das Thema Arbeitswelt und die Thema Nachhaltigkeit, also das Wechselverhältnis von Arbeit und Natur, immer mitdachte und uns auch immer wieder in Erinnerung gerufen hat. Er war ein Begleiter des Forums Soziale Technikgestaltung. Und er hat im Gegensatz zu vielen Diskussionen, die immer wieder sehr technikzentriert verlaufen sind,
darauf hingewiesen, dass es um das Wechselverhältnis geht zwischen Technik und Mensch, zwischen Technik und Bewusstsein und dass wir vor allen Dingen darauf achten sollten, was für ein Menschenbild wir transportieren. Sein Vater, der Philosoph Ernst Bloch, und seine Mutter, die Widerstandskämpferin und Architektin Carola Bloch, haben ihn in seinem Leben heftig beeindruckt und beeinflusst. Allerdings ist auch etwas anderes geschehen, nämlich die Traumaübertragung des Leidens der Shoah ging von Carola Bloch auch auf den Sohn über. Jan Robert war ein guter Freund und insofern erinnern wir einerseits rückblickend an ihn und gleichzeitig versuchen wir, sein Denken in unsere Arbeit mit aufzunehmen. Und so war es auch ein guter Weg, Dr. Annette Schlemm zu bitten, hier zu sprechen. Denn auch sie ist, ähnlich wie Jan Robert, Naturwissenschaftlerin, hier insbesondere Physikerin und Philosophin und hat sich seit langem in der Ernst-Bloch-Assoziation organisiert. Derzeit arbeitet sie an der Universität Bonn im Projekt Gesellschaft nach dem Geld und betreibt philosophisch-politische Internetprojekte mit dem Titel Philosophenstübchen. Auch sie hat schon eine ganze Reihe veröffentlicht, unter anderem Bücher wie »Dass nichts bleibt, wie es ist« oder »Schaffen wir das? Solidarität gegen globale Apartheid?« Sie hat im Bloch-Wörterbuch eine ganze Reihe von Fachbegriffen bearbeitet, Dialektik, Subjekt-Objekt, den Prozesscharakter, hat Leitbegriffe der Philosophie Ernst Blochs bearbeitet und hat viel auch über das Thema enttäuschte Hoffnungen veröffentlicht. Ihr jüngster Aufsatz setzt sich auch mit dem Thema Transhumanismus auseinander und an der Kritik des Transhumanismus denkt sie weiter. Ich hoffe und weiß ganz sicher, dass dieser Abend heute sehr interessant wird und dass wir das Thema Transhumanismus von einer kritischen Seite beleuchtet bekommen, wo es auch hingehört. Denn hinter dem Wort Transhumanismus vollziehen sich andere politische Diskussionen, bei denen es wahrscheinlich nicht nur um das Gute, in der Menschheit geht. Bevor wir starten, will ich noch zwei, drei technische Hinweise geben, nochmal an alle. Wir wollen die Veranstaltung heute aufzeichnen, um sie dann später über YouTube zugänglich zu machen. Wenn Sie sich an der Diskussion mit Fragen beteiligen wollen, schreiben Sie diese Fragen bitte in den Chat. Wenn Sie mit dem Mausanzeiger unten am Bildschirm das bewegen, finden Sie das Chatzeichen. Wenn Sie da draufklicken, können Sie das öffnen und dort auch Ihre Frage mit einbauen. Ich wünsche Ihnen und uns einen spannungsreichen und attraktiven Abend und übergebe nun an dich, liebe Annette, Dr. Annette Schlemm. Du hast das Wort. Vielen Dank. Ja, ich möchte beginnen mit meiner Präsentation. Das wird jetzt 3 Klicks brauchen, bis ich das hier ordentlich geöffnet habe. So, ich hoffe, jetzt sehen alle die Präsentation. Ist das so? Welf, kannst du mal bitte nicken oder Kopfschütteln? Nein, noch nicht. Tatsächlich nicht. Ich habe Bildschirm freigegeben. Dann gehe ich noch mal schnell zurück, guck noch mal. Ja. Gerade eben ging es ja. So. Vielleicht muss ich doppelklicken. Sieht es jetzt besser aus? Jetzt sieht es besser aus, ja. Okay. Aber es ist noch nicht die Ansichtsfunktion, sondern noch die Softwarevariante. Jetzt ist besser. Wunderbar. Okay, dann herzlich willkommen in meiner Präsentation jetzt auch. Ja, ich war relativ froh, dass ich vor 2 Jahren die Gelegenheit hatte, für diese Buchzeitschrift Latenz einen Beitrag zu schreiben über ein Thema, mit dem ich mich immer mal wieder beschäftige, obwohl es nicht mein Hauptarbeitsthema ist. Aber es berührt eben die Frage des Menschenbildes sehr stark. Ich werde also zuerst etwas sagen darüber, was überhaupt Trans- und auch Posthumanismus ist, was darunter zu verstehen ist. Werde dann etwas erläutern, von welchen Annahmen diese Konzepte ausgehen. Und ausgehend von diesen Annahmen kann man dann auch eine Kritik daran entwickeln und auch etwas zu alternativen Denkformen zu sagen. Ja, Jan-Robert Bloch sah auch nicht nur optisch seinem Vater sehr ähnlich,
sondern auch inhaltlich wird eigentlich über beide immer dasselbe gesagt. Und das Interessante ist, dass vor allen Dingen in den geschriebenen Texten, ich habe ihn also auch noch persönlich kennengelernt in der Ernst-Bloch-Assoziation, aber in den Texten von ihm fällt schon auf, dass er etwas weniger schier über-euphorisch ist, was man seinem Vater vielleicht manchmal ein bisschen nachsagen muss, sondern er sagt dann auch, es wird eben oft die alternative Barbarei unterschätzt. Wir hatten eben gehört, dass Transhumanismus, das über die jetzige Menschsein hinausgehende ja auch was Positives und Optimistisches sein kann, aber eben nicht nur. Und ich glaube, zu dieser Seite komme ich, wenn ich heute eben eher kritische Ansätze diskutiere als sehr optimistische über die Zukunft der Menschheit. Beim Thema Transhumanismus über den Menschen hinausgehen, haben wir bestimmte Bilder im Kopf. Das eine ist eine Prothese für einen Sportler. Das andere sind humanoide Roboter, die eigentlich sehr freundlich und nett und sogar lustig sind. Aber wir müssen auch sagen, ist nicht immer so. Also auch diese Bilder kennen wir in der Literatur und in Filmen. Also mir ist aufgefallen, bei Filmen sind die Roboter dann oft auch letztlich doch was Gutes, außer wenn man eben direkt dann dystopische anschaut. Bücher sind oft sehr, sehr viel diffiziler und komplexer. Deshalb lese ich wahrscheinlich auch lieber. Ich habe also auch schon immer Science Fiction begeistert gelesen. Ja, beginnen wir mit dem ersten Schritt, der erstmal noch sehr, sehr harmlos aussieht. Das Human Enhancement, also die Verbesserung des Menschen, die Verstärkung von Menschlichem. Ich hatte das Beispiel schon mit der Prothese. Das kann man ja jedem Menschen nur wünschen, dass er im Fall, dass es bedarf, solche unterstützende technische Mittel bekommt. Hier ist auch noch Hüfte drin, die ersetzt werden kann. Also ich würde sicher auch nichts dagegen haben, wenn ich in 10, 15 Jahren dann doch größere Probleme bekomme mit Knien oder Hüften, mir da was Künstliches einsetzen zu lassen. Grundsätzlich verleitet das natürlich dann dazu, auch stark darüber nachzudenken, wie man dann nicht nur das Verlorene natürlich ersetzt, sondern es sogar besser macht. Und gerade bei dem Fuß von dem Sportler gab es dann lange Zeit Debatten, ob nicht diese Feder, die da quasi den Fuß, den Unterschenkel ersetzt, nicht doch mehr Federung hat, als der natürliche Fuß hätte und der Sportler dadurch auch Vorteile hat. Darüber hinaus, über das Ersetzen von natürlichen, verloren gegangenen Fähigkeiten von Menschen geht, dass die Praxis und auch das darüber nachdenken, dass man eben das rein natürlich-menschliche auch überschreiten kann. Einmal gibt es da das Konzept der Transhumanität, wo doch noch eigentlich es Menschen sind, die sich verbessern lassen und verbessert werden. Ich denke also zum Beispiel an Genmanipulation und solche Dinge. Als nächster Schritt geht es dann so weit, dass das Menschliche in seiner natürlichen Form völlig überschritten wird und zum Beispiel daran gedacht wird, dass meine Neuronentätigkeit, die jetzt hier in meinem Kopf stattfindet, auf Computer zu übertragen und der menschliche Körper gar nicht mehr gebraucht wird. Ich habe jetzt hier das Problem, dass ich selber meine Präsentation schlecht sehe. Okay, jetzt wird es besser. Was mich beim Lesen zur Literatur über Trans- und Posthumanismus ein bisschen erschüttert hatte, war, dass jemand, der sich selbst nicht als Posthumanist bezeichnet, aber bei der Darlegung dieses Konzepts davon ausgegangen ist, von dem Erlebnis, als er die Geburt seines Sohnes miterlebt hat. Und das beschreibt er so, dass dieser Sohn gerade erst schreiend, zitternd und blutverschmiert aus dem bebenden Leib seiner Mutter herausgekommen war, die ihn nach vielen Stunden fanatischer Leiden und Mühen zur Welt gebracht habe. Und dieser Mark O'Connell konnte nicht glauben, dass es kein besseres System gab. Letztlich wird nicht nur der menschliche Körper als mangelhaft, weil er ja krank wird und auch stirbt, angesehen, sondern auch der menschliche Geist wird in diesen Kontexten im Allgemeinen als, dass er in der Steinzeit stehen geblieben sei, angenommen. Und das ist deshalb sehr gut, also fortschrittlich sei, vielleicht den menschlichen Geist zu überschreiten.
Julian Huxley, ein schon etwas älterer Biologe, hat selbst auch geschrieben, die Menschheit wird ihre Bestimmung erst dann verwirklichen, wenn sie ihre eigene Natur überwindet. Er selbst war durchaus Humanist, also er hat es im humanistischen Sinne gesehen. Wenn es darum geht, die Mängel der Natürlichkeit des Menschen zu beseitigen, ist einer der extremsten Vordenker des Posthumanismus Ray Kurzweil. Bei ihm wird also Leben und Bewusstsein, Intelligenz mit Informationsverarbeitung gleichgesetzt. Das Leben selbst wird nur als DNA-Speicher thematisiert. Und es geht ihm darum, die Natürlichkeit im Sinne von Krankheit, Sterblichkeit und Tod überhaupt abzuschaffen. Letztlich würde eine perfekte künstliche Intelligenz die Evolution zur Vollendung führen. Dabei wird auch vorausgesetzt, dass sowieso die jeweils bessere Technologie im Überlebenskampf entscheidet. Es gibt immer eine Auslese. Und letztlich, wir sehen rechts eine Tabelle, die ist vielleicht so vom Motiv her bekannt. Menschliche Leistungsfähigkeit kann nur in geringem Maße ansteigen. Der IQ zum Beispiel steigt zwar teilweise an, durchschnittlich global, aber irgendwo findet das dann auch wieder seine Sättigung, während die Leistungsfähigkeit der Computer seit einer gewissen Zeit fast exponentiell steigt. Und es wird angenommen, dass die Leistungsfähigkeit der Computer demnächst die Leistungsfähigkeit der menschlichen Gehirne erreichen und auch schnell übersteigen kann. Also so im Jahre 2045. Wird das durchaus erwartet. Dieser Zeitraum wird dann auch Singularität genannt. Der Mensch besiegt sein biologisches Schicksal und die bessere Technologie, also die künstliche, wird siegen. Damit ist natürlich eigentlich nicht, sind nicht die Mängel der Natürlichkeit des Menschen beseitigt, sondern der Lebenszweck oder der Sinn des menschlichen Lebens selbst ist dann eigentlich aufgehoben. Darin zeigt sich auch dann das Posthumanistische nach dem Menschen. Wenn man es sich mal genau betrachtet, ich habe einen Fall gefunden, wo ich fast sagen würde, der Roboter ist tatsächlich schon intelligent. Der ist nämlich aus dem Labor geflüchtet. Ist wahrscheinlich leider nur ein Fake, aber ist mir so eingefallen bei der Frage, wie würden sich wirklich intelligente Roboter verhalten? Ja, das Ganze sind nicht nur Hirngespinste von irgendwelchen Science-Fiction-Autoren oder Spinnern, sondern dieser Ray Kurzweil ist seit 2012 technischer Direktor bei Google. Und er ist da sehr gedankenverwandt mit einem anderen Mitgründer von Google, Larry Page, der auch gesagt hat, meine Theorie ist, dass ihre Programmierung, also ihre DNA, sich auf etwas 600 Megabyte komprimieren lässt. Das ist also alles, was so an mir wichtig ist, meine Programmierung und diese 600 Megabyte. Es ist auch so, dass Google schon seit längerer Zeit in Biotech-Firmen investiert. Da geht es dann darum, das menschliche Leben zu verlängern. Ist auch so ein typisch transhumanistisches Ziel. Und bekannt geworden ist Google ja auch durch die Google-Brille. Die ist dann erstmal zurückgenommen worden, aber in technischen verschiedensten Formen wird sie doch hergestellt und auch verkauft. Die hat 2013 schon den Big Brother Award bekommen, weil es da eben um das Ausforschen der Nutzerinnen und Nutzer geht und darin der Wesenskern des Geschäftsmodells besteht und eben nicht irgendwie tatsächlich Menschen zu helfen. Nach Expertenumfragen wurde ausgewertet, dass die Experten, die wissen, was sich im Bereich KI wirklich tut, dass dort die Erkenntnis zusammenfassend kommt, es ist wahrscheinlicher, dass in ca. 25 Jahren eine Art allgemeine KI existiert. Also es ist wahrscheinlicher, dass sie existiert, als dass sie nicht existiert. Das heißt, viele von den Jüngeren werden das noch erleben. Ich hatte ja vorhin auch schon den Zeitraum gesagt, wann die Singularität erwartet wird. Ein anderer berühmter Wissenschaftler, der ja schon bei vielen Dingen auch ein bisschen skeptischer ist, Stephen Hawking, hat gesagt, sobald wir eine Intelligenz konstruieren, die sich mit zunehmender Geschwindigkeit verbessert, wir erinnern uns an das Diagramm, können die Menschen, deren Entwicklung durch die langsamere biologische Evolution begrenzt wird, nicht mehr mithalten und werden verdrängt werden. Wieder aus unserer
unserer ästhetischen Umwelt, die Borg aus Star Trek, sind sicher bekannt, wo also tatsächlich dann eine technische Lebensform alle anderen Lebensformen in sich aufnimmt und sich dabei auch weiterentwickelt. Könnte man ja denken, dass das tatsächlich die Bestimmung von Intelligenz im Universum sein könnte. Wir sehen aber an dem Beispiel auch, dass wir uns das, glaube ich, alle nicht wirklich wünschen. Ja, und gleichzeitig wird in den Expertenumfragen gesagt, dass diese allgemeine KI zwar mit 52%iger Wahrscheinlichkeit einen positiven oder auch extrem positiven Effekt auf die Menschheit haben könnte, aber immerhin trotzdem eine 31%ige Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Folgen eher schlecht oder extrem schlecht sein werden. Bei solchen Zahlen erinnere ich immer, wie bei, auch beim Klimawandel, an die Frage, würden Sie in ein Flugzeug steigen mit einer 31%igen Wahrscheinlichkeit des Absturzes? Wahrscheinlich nicht. Ja, trotzdem scheinen die Leute, die etwas darüber zu bestimmen haben, wohin sich die Welt und die Technik entwickelt, nach dem Prinzip Handeln first, Bedenken second zu handeln. Der jüngere Bruder von dem schon genannten Julian Huxley hat in seinem dystopischen Roman dann auch geschrieben, die Menschen werden ihre Unterdrückung lieben und die Technologien verehren, die ihre Fähigkeiten zu denken nicht nur übersteigen in dem Falle, sondern sogar auch rückgängig machen. Also bei manchen meiner doch technisch, technologisch, fortschrittlich orientierten Freundinnen und Freunde finde ich sehr viel Anklang auch von solchen Gedanken und Begeisterung dafür. Das ist also nicht so weit weg von unserer Realität, denke ich. Im Folgenden zeige ich mal, dass diese ganzen Überlegungen nicht nur bei Google wichtig geworden sind, sondern rechts unten sieht man die Webseite, aus der ich das habe. Das ist nämlich eine Management Group und dort wird der Transhumanismus als Zukunftsmarkt Selbstoptimierung gepriesen. Also es geht da um Designerkinder, die Möglichkeiten der Manipulation des menschlichen Genoms im Zusammenhang mit leistungsfähiger Bioinformatik und Ähnliches. Das geht dann eben auch bis dahin, als Avatar Unsterblichkeit zu erreichen, indem man das eigene Bewusstsein dann tatsächlich auf Computer hochlädt. Es ist auch relativ klar, dass das, was vielleicht an Therapiemöglichkeiten angeboten wird, eigentlich nur für die Superreichen gedacht ist. In dieser Präsentation steht dann auch drin, im Großteil der Bevölkerung stehen nur die herkömmlichen Therapieverfahren zur Verfügung. Und es ist natürlich auch kein Zufall, dass das Militär händeringend nach solchen Übermenschen sucht und wahrscheinlich auch deren Entwicklung stark fördert. Solche Leute wie ich, die also Skepsis und Zweifel anmelden, wir werden dort dann einfach als Fundamentalisten abgetan. Also ein bisschen habe ich mir überlegt, ob das tatsächlich ernst gemeint ist, diese Management Group, oder ob das eine Satire ist. Aber ähnliche Dinge findet man auch in anderen Quellen und Texten und Büchern. Ich habe jetzt das genommen, weil das eigentlich so ein bisschen am augenfälligsten ist. Es ist also nicht nur die Wirtschaft, die sich an diesen Gedanken mehr und mehr orientiert, sondern es gibt auch eine transhumanistische Partei. Aufgefallen ist mir da vor allen Dingen ihr Verweis darauf, dass die Menschheit eine Verpflichtung zum Fortschritt habe. Und dass es darum geht, die Grenzen menschlicher Möglichkeiten durch den Einsatz neuer technologischer Verfahren und wissenschaftlicher Erkenntnisse zu erweitern. Denkt man natürlich auch, könnte auch ans Bloch geschrieben haben, vielleicht. Verpflichtung wahrscheinlich eher nicht. Aber der Rest klingt schon doch ein bisschen so, als würde man da ganz gut mitgehen können. Es gibt auch tatsächlich mindestens eine Autorin, die sehr berühmt dafür geworden ist, dass sie versucht, den Gedanken des Cyborgs, also des Menschen mit künstlichen mit sehr viel künstlichem Ansicht oder des nur noch künstlichen Wesens emanzipativ zu wenden, nämlich Donna Haraway. Bei ihr gibt es eine Gemeinsamkeit von Primaten, Frauen und Cyborgs. Ihnen wird nämlich im Moment der gegenwärtige, vollwertige Subjektstatus verwehrt. Und wem der Subjektstatus verwehrt wird, ist natürlich ein Widerstand dagegen
ist dafür prädestiniert, für Widerstand. Außerdem sind seine Beziehungen, also die Beziehung des Cyborgs, nicht von Unterwerfung und Aneignung geprägt, ihrer Meinung nach. Nichts verbindet sie mehr mit sowas wie Gender, Bisexualität oder nicht entfremdeter Arbeit. Und deshalb haben sie die Aufgabe, Kommando und Kontrolle zu untergraben. Also ich kann das jetzt nicht besser selbst wiedergeben, ihre Denkweise, weil mir die etwas fern ist. Das könnten vielleicht andere Leute besser. Aber ich wollte das unbedingt erwähnen, dass man mal sieht, dass sich auch Menschen so positiv auf diese Entwicklungsstränge beziehen. Und man kann ja dann schauen, ob meine Kritik darauf auch zutrifft. Ja, zusammenfassend, Welf hatte auch gesagt, das Menschenbild ist so das Wesentliche, um was es geht, gar nicht so sehr die Technik. Das Menschenbild der Trans- und Posthumanistinnen wird bestimmt dadurch, dass der Mensch in seiner natürlichen Form als durch Beschränkungen bestimmt betrachtet wird, dass er auch als weiterhin dem biologischen Konkurrenzkampf unterworfen angesehen wird. Also es geht da um das Überleben des Stärkeren und dabei dann Überwindung des Menschlichen. Außerdem wird die Identität des Menschen als identisch mit der Aktivität seiner Neuronen betrachtet. Deshalb kann es auch auf Computer übertragen werden, sobald es technisch möglich ist. Und der einzelne Mensch ist natürlich isoliert von allen anderen. Also es geht immer nur um den einzelnen Menschen und seine natürlichen Mängel oder seinen Intellekt oder seine neuronale Tätigkeit. Es wird nichts dazu gesagt, wie der Mensch in Gesellschaft lebt, was das mit ihm zu tun hat. Und letztlich diese individuelle Isoliertheit entspricht auch tatsächlich dem, wie ein bürgerliches Individuum im Kapitalismus a. betrachtet wird und b. wie es auch nahe liegt, für so einen Menschen sein Leben selbst zu betrachten. Da komme ich nochmal drauf zurück. Ich hatte also eben gesagt, Gesellschaftstheorie gibt es eigentlich bei Trans- und Posthumanismus überhaupt nicht. Es gibt aber verwandte Konzepte, wo das technokratische Denken auch auf das Gesellschaftliche übergreift, indem so eine Art Sozialphysik entwickelt wird, wo es also nicht spezifisch gesellschaftlich-kulturelle Entwicklungsformen des Menschen gibt, sondern wo menschliches Verhalten zum Beispiel auch im Computer simuliert wird, als würden Moleküle aneinander treffen und dann irgendwelche Form gemeinsam Bewegungen vollziehen oder auch nicht. Ich selbst arbeite ja auch in einem Projekt, wo agentenbasierte Simulation gemacht wird. Wir selbst müssen uns auch damit beschäftigen, welche Art Menschenbild wir dort hineinbringen und welche Art Gesellschaft wir dort eigentlich simulieren. Wir sind uns dessen sehr bewusst. Wahrscheinlich bin auch deshalb ich als Philosophin dort mit dabei in dem Projekt. Ja, insgesamt sehen Post- und Transhumanistinnen letztlich keine wirklich gesellschaftliche Entwicklungsperspektive. Als wichtigstes Produkt der Menschheit wird also nicht die eigene kulturelle oder gesellschaftliche Entwicklung betrachtet, sondern die Technologie, wie man auch in der transhumanistischen Partei lesen kann, dass der Unterschied zu allen vorangegangenen Epochen die Anzahl und das Potenzial der heute verfügbaren und vor uns liegenden Technologien ist und nicht etwa Kulturtechniken oder ähnliches. Ja, ich wollte dazu noch mal weiter etwas ausführen zu diesem isolierten Individuum. Dies ist als einzelner Mensch isoliert von allen anderen und sogar auch eigentlich gegen die anderen ausgerichtet zu sein, das entspricht natürlich der Wirklichkeit unseres Lebens im Kapitalismus. Also auch ich muss gegen andere um die Arbeitsplätze, die ich brauche, konkurrieren. Auch ich lebe auf Kosten derer, die, weil ich den Job gekriegt habe, den nicht gekriegt haben. Also die Stelle an der Uni hätte vielleicht jetzt auch ganz gerne jemand anders gehabt und ich habe sie auf Kosten des anderen. Das ist also nichts, was man sich nur ausdenkt und was man nur mit Gedanken widerlegen kann. So ungefähr, denkt doch mal einfach anders. Sondern das ist eine objektive Erscheinung. Gleichzeitig ist diese Erscheinung, Marx oder Hegel würden jetzt sagen, ein objektiver Schein. Da will ich jetzt nicht länger philosophieren drüber. Aber es entschlüsselt sich eigentlich, wenn man genauer drüber nachdenkt, dass der Mensch eigentlich in Wirklichkeit vom Wesen her ein gesellschaftliches Individuum ist. Das ist auch im Kapitalismus. Aber
Also denn es ist so, der Mensch kann sich nur in der Gesellschaft vereinzeln. Es kann eine Gesellschaftsform geben, in der die Menschen dann als Einzelne gegeneinander gestellt sind, weil sie anders nicht überleben können. Das ist eine Gesellschaftsform, die das macht und nicht die Biologie der Menschen. Ein auch ziemlich guter Kritiker des Transhumanismus hat das mal so formuliert, die intellektuelle und rationale und das Rationale, was in dieser Trans- und Posthumanismus verstärkt wird oder betrachtet wird, ist eine bürgerliche Rationalität, die tatsächlich allerdings in einer bestimmten Umwelt sehr gut funktioniert. Eine Umwelt, die äußerst kompetitiv ist, wo permanent Leistung gemessen und individualisiert wird, zum Beispiel noch dazu verstärkt in den technischen Wissenschaften. Und wahrscheinlich leuchtet deswegen diese Sorte Vernunft einigen Angehörigen dieses Milieus unmittelbar ein. Die Superintelligenz, also die nach der Singularität entstehende KI, ist eine Projektion von Menschen, die in ihrem Berufsalltag auf die spieltheoretische Rationalität angewiesen sind und Emotionalität als Schwäche erleben, die durch ihre Umwelt bestraft wird. Kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und mal so, also ich selbst habe auch, bevor ich jetzt an der Uni war, in einer ingenieurtechnischen Firma gearbeitet. Ja, und Max Schnettker schreibt dann eben auch, das ist eigentlich eine Ideologie für die Eliten der Digitalisierung, aber es funktioniert leider auch für solche, die nur gern dazugehören möchten und gar nicht die Chance haben, zu der wirklichen Elite zu gehören. Also bei Google zu arbeiten oder so. Ja, warum akzeptieren wir dann diese Annahmen? Es ist also tatsächlich so, dass uns dieses Denken auf das orientiert, wozu wir meistens tatsächlich gezwungen sind, nämlich auf das Funktionieren zum Zweck der Kapitalakkumulation im Kapitalismus. Erich Fromm hat das auch schon konstatiert und viele anderen auch, was das mit uns als Menschen macht. Wer also sein Selbst aufgibt und zu einem Automaten wird, der mit Millionen anderer Automaten in seiner Umgebung identisch ist, fühlt sich nicht mehr allein und braucht deshalb keine Angst mehr zu haben. Aber der Preis, den er dafür zahlen muss, ist hoch. Es ist der Verlust seines Selbst. Also wenn wir alle gleichermaßen nur solche isolierten Individuen sind, die gegeneinander kämpfen. Also hier steht es noch drin, er fühlt sich nicht allein. Es sind wenigstens alle so. Was auch auffällt, was man kritisieren muss, ist, dass dort also der technologische vom sozialen Fortschritt abgekoppelt ist. Und was ich aber dazu nochmal betone, das kann man eben nicht nur ideologiekritisch kritisieren, dass so gedacht wird, sondern es ist ja tatsächlich so, dass sich die technologischen Innovationen vom sozialen Fortschritt abgekoppelt haben. Also man orientiert sich auch zum Beispiel für zukünftige Entwicklung, für zukünftige Entscheidung lieber an Big Data und der Auswertung von Big Data als an Handlungsbegründungen und Erklärungen über Handlungsgründe. Das Wort Handlungsgründe führe ich hier jetzt schon mal kurz ein. Das kommt in der Bedeutung, in der ich es verwende, aus der kritischen Psychologie nach Klaus Holzkamp. Ne, also wenn dieses technokratische Denken sich durchsetzt über gesellschaftliche Entwicklung, dann wird eben nicht mehr mit Menschen über ihre Gründe gesprochen, sondern es wird eine gewisse technologische Sachlogik vorgegeben. Die Kritik, die man dann auch noch daran haben kann, das ist eher eine technische Kritik, wenn man das Gehirn als Informationsverarbeitungsmaschine betrachtet. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Es gibt ja innerhalb der Informationen nochmal so eine Strukturierung, dass der einfachste Aspekt von Informationen das sogenannte syntaktische ist, wo es also zum Beispiel nur um die Grammatik eines Satzes geht. Zusätzlich hat aber ein Satz aber auch eine inhaltliche Bedeutung. Das wäre dann der semantische Aspekt. Und pragmatisch wäre dann, wofür gebrauche ich das, was ich dort formuliere oder welchen praktische Folge und Wirkung hat das. Das bei der Frage mit der Informationsverarbeitungsmaschine geht also auch der semantische und der pragmatische Aspekt verloren. Also sogar der Begriff von Information wird dabei reduziert. Und vieles, was jetzt in der KI-Entwicklung passiert, ist zu versuchen, diese fehlenden Aspekte mit reinzuholen. Also man weiß, dass zum Beispiel Roboter wie Kinder eigentlich lernen müssen, Dinge auch sinnlich taktil
anzufassen und zu begreifen. Und das versucht man dann jetzt nachzuholen in die oder hineinzuholen in die KI-Entwicklung und auch diese semantischen und pragmatischen Aspekte versucht man jetzt hineinzuholen. Also ich kann nicht behaupten, es bleibt dabei für immer und ewig, dass dort nur der syntaktische Aspekt eine Rolle spielt. Aber es sind natürlich dann nicht menschliche Bedeutung und nicht menschliche Zwecke, für die dort die Roboter dann trainiert werden. Oder nicht dauerhaft und notwendigerweise. Und was eben auch stark zu kritisieren ist, es gibt, das, darauf möchte ich ja an der Stelle hinweisen, auch ein interessantes Manifest wider den Transhumanismus, kann man sich mal im Internet angucken. Dort wird weniger was dazu gesagt zu einer alternativen gesellschaftstheoretischen Betrachtung, was ich jetzt eben angedeutet hatte, schon mit, dass Gesellschaftlichkeit verloren geht. Hier wird nochmal darauf hingewiesen, dass auch andere Charakteristika des Menschen verloren gehen, die auch etwas Positives sind, die das Wesen des Menschen im positiven Sinne ausmachen, nämlich Verletztheit, Verletzbarkeit, Gestimmtheit, Selbstbewusstsein und auch das leibhafte Bewusstsein, jemand zu sein. Ich selbst möchte jetzt mal ganz kurz nur andeuten, wenn man jetzt eine Kritik äußert und sagt, das und das ist, das fehlt und das ist reduziert und das macht nur das, braucht man ja eine eigene Vorstellung darüber, wie das selbst besser zu betrachten wäre. Also was wäre denn ein besseres Menschenbild? Wie gehört denn der individuelle Mensch und die Gesellschaft zusammen gedacht? Und das war eigentlich damals auch der Hauptausgangspunkt, weswegen ich den Text für die Latenz schreiben wollte, um das mit deutlich zu machen. Und hier schlage ich vor, sich ganz stark auf die kritische Psychologie von Klaus Holzkamp zu beziehen, der da eine sehr, sehr weitgehende Grundlage gibt. Das eine ist, was jetzt gar nicht unbedingt kritisch-psychologisch ist, sondern was auch sonst schon bekannt ist, dass also gerade in den Bereichen, in denen der reine biologische Mensch ein Mängelwesen zu sein scheint, das meiste, was der Mensch erreicht hat, hat er durch kooperatives Verhalten erreicht und Arbeit. Und es gibt eine Produktivkraftentwicklung, die mehr enthält als nur die Technikentwicklung, sondern da geht es um Kultur und Gesellschaft. In der kritischen Psychologie gibt es die Formulierung, Menschen sind natürlich gesellschaftlich. Natürlich gesellschaftlich. Natürlich gesellschaftlich. Denn ihre Natur, also auch ihre biologische Natur, die sich in Jahrhunderttausenden entwickelt hat in dem Tier-Mensch-Übergangsfeld, besteht darin, dass Menschen eine Art spezifische biologische Ausstattung erhalten haben, sodass sie eine Entwicklungspotenz zur individuellen Gesellschaftung haben. Also ein kleines Baby erwartet von seiner Natur aus, in eine menschliche Kultur hinein sich entwickeln zu können, mit seinem Sprachvermögen, mit seinem Denkvermögen, mit seiner emotionalen Potenzialität, die es hat. Und daraus ergibt sich dann auch der für Menschen spezifische Entwicklungsbereich, ist der kulturell-gesellschaftliche, nämlich die Produktivkraftentwicklung, die also im Wesentlichen aus menschlichen Fähigkeiten besteht und nicht der Technik, und Gesellschaftsformation. In der Arbeit setzen Menschen ihre eigenen Zwecke, durchbrechen dabei die Unmittelbarkeit. Sie haben eine gnostische, also erkenntnismäßige Distanz gegenüber den Begebenen. Sie verhalten sich bewusst zu etwas, was ihnen begegnet. Und das ist dann auch, Hans-Heinz Holz hat diese Möglichkeitsbeziehung der Menschen auch stark gemacht. Und diese Durchbrechung der Unmittelbarkeit ist der Grund des freien Verhaltens von Subjekten zu ihrer Umwelt. Das sind alles menschliche Wesensfähigkeiten oder Wesenscharakteristika, die Trans- und Posthumanisten gar nicht im Blick haben, wenn es darum geht, wie könnten sich Menschen weiterentwickeln. Genau, Menschen haben gegenüber der Welt eine spezifische Möglichkeitsbeziehung. Sie entscheiden, wofür sie handeln, innerhalb bestimmter konkret historischer Schranken. Also dazu gibt es frühere Vorträge von mir, die aber leider nicht mitgeschnitten sind. Aber mit kritischer Psychologie kann sich ja jeder mal beschäftigen, wer es möchte. Letztlich geht es also bei Menschen auch nicht nur um Anpassung an irgendwelche Lebensverhältnisse, sondern Menschen schaffen in historischer Größenordnung und Tätigkeit ihrer Lebensbedingungen selbst. Im ungünstigsten Fall jetzt im Kapitalismus zerstören sie die auch im großen Maße. Das will ich jetzt nicht unausgesprochen lassen, in der Zeit, wo der Klimaumbruch schon sehr stark zuschlägt. Aber genau deshalb haben wir ja auch die Verantwortung dafür, dass das nicht geschieht.
Ja, der Mensch ist da seine Lebensbedingungen schaffend und erweiternde Wesen. Hier treffen wir uns dann also auch wieder bei Ernst Bloch und seinem Menschenbild. Ich gehe also davon aus, das ist meine nochmale Zusammenfassung der Kritik, dass die Grundannahmen des Trans- und Posthumanismus eine verkürzte Vorstellung über Menschen und die gesellschaftliche Gesellschaft voraussetzen. Dass also, um es nochmal zu wiederholen, Intelligenz nur Datenverarbeitungskapazität sei, dass der Mensch und das Persönliche dann auch das, auf das reduziert wird, was als Daten auf Computer übertragbar ist. Dass diese Konzepte eine deterministische und eine technizistische Fortschrittsvorstellung fördern, statt die menschliche Gestaltung von Kultur und Gesellschaft. Einer der Vertreter dieses Posthumanismus, Bostrom, schreibt dann auch, solche Superorganismen bleiben von den Agenturproblemen verschont, die Organismen plagen, deren Mitglieder ihre eigenen Interessen verfolgen. Na, wie auch? Ne? Also dort ist also diese Problematik mit dem Möglichkeitsfeld. Ne? Natürlich vertreten Mitglieder eigene und auch unterschiedliche Interessen, weil wir diese gnostische Distanz gegenüber der Welt haben. Und damit müssen wir als Menschen menschlich zurechtkommen, anstatt unsere Menschlichkeit abschaffen und alle Entscheidungen Superorganismen zu überlassen. Meine Position ist dann dazu, also, dass Kritik an diesen Konzepten nicht nur Ideologiekritik bleiben darf, wie ich sie relativ oft in linken Kontexten, zum Beispiel von dem Max Schnedker, sehr gut gelesen habe, sondern eigentlich geht es auch darum, die Gesellschaft so zu verändern, dass sie keine Grundlage mehr für solche isolierenden Praxen und auch Menschenbilder bietet. Es geht also darum, die Welt und die Gesellschaft menschlich zu machen, anstatt den Menschen künstlich zu machen oder zu ersetzen. Wenn wir das hinkriegen, dann klappt es meiner Meinung nach auch mit einem vernünftigen Enhancement, also mit Prothesen oder solchen Dingen, und auch der Zusammenarbeit mit möglichst schlauen Robotern, wie hier diesem Landwirtschaftsroboter, der wohl säen, jäten und auch Pflanzen setzen können soll. Also da würde ich mich schon drauf freuen, wenn sich die Menschheit in diese Richtung weiterentwickelt. Und als Frau möchte ich nicht enden, ohne gesagt zu haben, dass also für mich die Geburt meiner Tochter trotz aller Schmerzen das Schönste war, was ich eigentlich im Leben erlebt habe und das wirklich niemanden, also nicht möchte, dass das irgendjemand missen muss. Also da wollte ich auf jeden Fall nochmal zurückkommen, weil mich das als Person, als Mensch besonders betroffen gemacht hat, diese Ablehnung dieses menschlichen Wunders. So, das war das, was ich gerne mitteilen wollte. Es gibt, ich würde diese Präsentation demnächst in meinem Blog auch online stellen und da gibt es dann auch hier entsprechende Literatur dazu. Ich beende jetzt meine Präsentation. Ja, vielen Dank. Liebe Annette, das war ein sehr guter Weg durch die gesamte Diskussion. Ich höre mich gerade doppelt. Sabine, du musst kurz helfen. Jetzt ist besser. Okay. Annette, du hast es ganz wunderbar gemacht. Du hast alle Erwartungen deutlich übertroffen. Ich glaube, das ist ein Themenfeld, mit dem wir uns intensiver befassen müssen und befassen sollten. Das Motiv für einen solchen Abend heute mit dir lag auch darin, dass ein Großteil der Technikdiskussion, sei es von kritischen Leuten, von linken Leuten, von gewerkschaftlichen Kolleginnen und Kollegen, in der letzten Zeit auch immer mehr in eine Art Technikzentrierung hineingerutscht ist, nach dem Motto, hast du schon das neueste mobile Endgerät, kannst du schon damit umgehen, weißt du schon, wo es die Updates gibt und lauter so Geschichten. Wir reden dann bloß noch über Nutzerphänomene und Displays und Oberflächen und haben dabei gar nicht gemerkt, dass unter der Hand sich das Menschenbild verschiebt. Und das war auch ein Grund, weswegen wir gesagt haben, wir müssen eigentlich zurückkehren zu einer Diskussion, die interdisziplinär ist, die die Technikfragen aufnimmt, aber auch sozialwissenschaftliche, sozialpsychologische und auch philosophische Fragestellungen, um auf diese Art und Weise die Rückgewinnung und auch eine Art soziale Weiterentwicklung eines Menschenbildes zu haben, also als gesellschaftliches Phänomen. Ich selber bin Historiker und sage Informatikerinnen und Informatikern sehr gerne, die ja
nicht selten häufig vieles auf 0101 reduzieren, dass es in der Geschichtswissenschaft nichts gibt, was man monokausal erklären kann. Es gibt immer nur multikausale Begründungen. Und eine technikzentrierte Begründung für einen Wandel ist eindeutig zu wenig. Das heißt, immanent ist dies auch ein Schritt, der möglicherweise immanent auch gar nicht funktionieren kann. Vielleicht für eine kleine Minderheit, die betucht und geldstark ist, aber als gesellschaftliches Modell wird dieser Typ von Posthumanismus nicht funktionieren können. Nur das ist kein Grund, sich zurückzulehnen. Ganz im Gegenteil, man muss eigentlich dafür sorgen, dass diese Art Energie und das Geld und das Wissen in eine vernünftige Richtung gelenkt werden. Ich will nun mal schauen, ob es schon neue Fragen von Ihrer Seite, von eurer Seite gibt, von denjenigen, die zuhören, zugehört haben. Im Augenblick noch nicht. Ich möchte auf einen Begriff, Annette, von dir nochmal eingehen. Du hast an einer bestimmten Stelle, wo es darum ging, nach vorne zu denken, gesellschaftlich zu denken, das Thema Möglichkeit benannt. Es gibt in der Philosophie sowohl von Ernst Bloch wie auch von Helmut Fahrenbach die Idee eines vorausschauenden Möglichkeitsbewusstseins. Also die Fähigkeit, dass Menschen zusammensitzen und darüber nachdenken, welche andere Entwicklung sie und sie als Gesellschaft haben könnten und in welche Richtung dieses gehen könnte. Ist dieses Möglichkeitsbewusstsein etwas, was in diesem Sinne auch in deinem Denken mit drin liegt? Passt es zu dem, was du dir vorstellst? Ja, auf jeden Fall. Also eins meiner Themen, mit dem ich mich auch seit Jahrzehnten beschäftige, ist das Thema Utopien. Und da habe ich ja von Ernst Bloch gelernt, dass es abstrakte Utopien gibt, wo eben irgendwas nur ausgesponnen wird, und im Unterschied dazu die konkreten Utopien, wo wirklich an die Bedingungen zur Verwirklichung dieser Utopien gedacht wird, aber trotzdem der Utopiebegriff und das antizipierende Denken des Besseren ganz stark gemacht wird. Also auch unser Projekt, in dem ich gerade arbeite, Gesellschaft nach dem Geld, was ist das anderes als etwas Utopisches? Und wir versuchen uns tatsächlich mit einer agentenbasierten Modellierung so eine Gesellschaft mit Menschen, die in sich solche Dinge haben, die aus der kritischen Psychologie kommen, wie Emotion und Motivation. Das sind denen ihre Antriebe, sich zu beteiligen an dieser Wirtschaft ohne Geld. Und sie befriedigen gegenseitig ihre Bedürfnisse heraus. Und das ist wirklich hat ganz stark basiert auf einer Utopie. Und wir machen uns dann jetzt auch ganz stark, das möglichst gut zu erforschen und auch Vorschläge dann zu entwickeln für Gesellschaftsmodelle, denen man sich dann auch politisch nähern kann, indem man überlegt, wie kann man dann jetzt die Bedingungen ändern. Dass sich hinter mir das alles so wackelt, ist übrigens im Moment die Katze, die da versucht durchzukommen. Die ist das nicht gewohnt, dass da was hängt, wollte ich bloß nebenbei sagen. Sehr schön. Es ist eine Frage im Chat gekommen. Was würdest du vor dem Hintergrund der Diskussion über Posthumanismus und Transhumanismus unter dem Wort sozialem Fortschritt verstehen? Das, ja, sozial im Sinne von auch gesellschaftlich. Es gibt ja nochmal die Unterscheidung sozial, was sich vielleicht nur auf Sozialgruppen bezieht, auf Gemeinschaften, und Gesellschaft, was sich auf die Gesamtgesellschaft bezieht. Also ich würde auch das Wort sozialen Fortschritt auf das Gesamtgesellschaftliche gerne beziehen. Und Fortschritt würde ich erstens sagen, ich selbst kann nicht diktatorisch vorgeben, wohin der zu laufen hat. Also auch wenn ich Wünsche und Vorstellungen und utopische Konzepte habe, werde ich die niemandem vorschreiben können. Also sind nicht deterministisch, sondern ich würde mir dann, ein Fortschritt wäre es, wenn wir uns alle gemeinsam öfter hinsetzen würden und gemeinsam sowas wie Zukunftswerkstätten durchführen, wo wir selbst gemeinsam beschließen, wie wir die Zukunft in unserem Sinne und im Sinne der Natur und allem, was uns wichtig ist, gestalten könnten. Wenn das Menschen immer ausgehend von ihren jeweiligen Bedingungen und Bedürfnissen aus machen, entsteht dabei Fortschritt.
Im Moment ist dieser Fortschritt blockiert, weil wir nicht die Mittel in der Hand haben, sogar wenn wir Zukunftswerkstätten machen und uns ausdenken, dass wir ein klimagerechtes Deutschland wollen, haben wir natürlich im Moment, wenn 2/3 des Grund und Bodens irgendwelche Großkonzerne besitzen, die Versicherungsfirmen und sowas sind, kann ich nicht eine Utopie verwirklichen mit einer Menge von solidarischen Landwirtschaften. Also diese Hindernisse oder wieder, wie sagt es Ernst Bloch, der Widerstand, dessen müsste dann auch erstmal aus dem Weg geräumt werden. Aber um das zu wollen, müssen wir ja wissen, was wir eigentlich machen könnten. Wir müssen Lust darauf bekommen. Jetzt ist eine ganz andere Frage aufgetaucht. Welchen Stand hat die Willens- und Verhaltenssteuerung via Nanomaterial, zum Beispiel über Impfungen? Ist das ein Thema? Also ich habe mich mal vor über 10 Jahren auch mit Nanotechnologie beschäftigt, auch im selben Sinne wie jetzt Transhumanismus. Also einerseits, was könnte das tatsächlich Positives bringen? Und dann, oh Scheiße, was könnte da noch alles stecken? Soweit ich die Literatur verfolgt habe, besteht aber im Sinne von Verhaltenssteuerung mit diesen Mitteln wenig, das, was da getan wird oder getan werden könnte. Ich glaube, die normalen chemischen Keulen reichen da vollständig aus. Und denen unterwerfen wir uns allzu oft sowieso auch freiwillig. Während das jetzt mit Nanomitteln aus meiner Sicht nicht eine neue Qualität gerade dabei ist zu bekommen. Das würde jetzt über mein Wissen hinausgehen und meine derzeitige Kenntnis. Eine andere Frage zielt auf den Umgang mit jungen Menschen, wenn die ganz begeistert sind von Technik, ganz begeistert sind von künstlicher Intelligenz und darin nur das Gute sehen und da schon fast ein Glaubensverhältnis dazu haben. Was würdest du solchen jungen Leuten sagen? Naja, ich würde mal dann bei der Literatur gucken, wo diese Zwiespältigkeit dargestellt wird und würde Ihnen sowas zu lesen empfehlen, wenn Sie selber noch nicht drauf gekommen sind. Und das wäre wahrscheinlich das Erste. Und beim darüber sprechen, Punkte finden, wo versuchen zu finden, wo ich sehe, dass derjenige damit ja wahrscheinlich auch nicht glücklich sein könnte. Also wenn das zum Beispiel gerade ein junger Mensch ist, der gerade richtig schön nach Liebe sucht oder verliebt ist, dann wird ihm vielleicht auch deutlich, dass diese supercomputerisierte Welt dafür auch nicht so unbedingt gut gedacht ist und dass das vielleicht ein Punkt ist, wo ein Bruch mit dieser Überzeugung möglich sein könnte. Und ich will es ihm ja auch nicht ganz ausreden. Also wenn sich jetzt jemand begeistert daran, Roboter bauen zu wollen, dann soll er das machen. Ja. Gut, die nächste Frage. Hier kommt eine gute fachliche Frage. In den produzierenden Unternehmen konzentrieren wir uns derzeit in ersten Ansätzen auf die, in Anführungszeichen, schwache KI. Sie sollen zur Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung beitragen. Wo sehen Sie die Potenziale, die Risiken, aber auch die unerfüllbaren Erwartungen der schwachen KI, wie am Ende des Vortrages schon angedeutet? Ja, das hängt wieder von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ganz stark ab, denke ich. Solange das alles innerhalb von Kapitalismus stattfindet, ist natürlich die größte Gefahr, dass menschliche Arbeit überflüssig wird und die Menschen dann auch überflüssig werden. In einer anderen Gesellschaftsordnung würde ich das, wenn es nicht auf Kosten von mehr Energieverbrauch geht, als eine wunderbare Befreiung von notwendiger Arbeit sehen, sodass mehr Menschen frei sind für künstlerische Tätigkeiten, für Muse und was weiß ich nicht noch alles. Also es hängt unwahrscheinlich davon ab, was ich dem jeweils für Potenziale und auch Risiken ansehe. Bei dem mit Unerwarten bin ich immer manchmal mir unsicher, weil manches, was ich gedacht habe, was nicht möglich ist, ist dann technisch doch irgendwie möglich geworden. Das müsste man dann im Einzelnen genau diskutieren, was da gemeint ist. Also zum Beispiel, wenn ich mir angucke, Kinderwunschbehandlung, ist ja was Wunderbares. Ich habe Gott sei Dank meine Tochter nach so einer Behandlung, aber dann ohne die Behandlung bekommen. Gleichzeitig erleben wir jetzt solche Sachen, dass das frühere It-Girl, die jetzt 40 geworden ist, Paris Hilton,
Die hat also darauf spekuliert, dass sie sich jetzt mit 40 noch eine Leihmutter nehmen kann oder sich künstlich befruchten lassen kann. Ich weiß nicht genau, was sie macht. Also das ist dann so eine Dinge, wo ich sage, Mensch, das, was einerseits ganz vielen Menschen dringend hilft und glücklich macht, hoffentlich, wenn es klappt, wird dann aber von dieser High-Society-Elite dermaßen in einer Art und Weise verwendet, wie man bloß den Kopf schütteln kann und sagen kann, hätten sie es doch gar nicht erst entwickelt. Jetzt eine ganz andere Frage, die klingt ganz einfach, aber ist sicher sehr vielschichtig. Also einmal ein Dank für den wunderbar erhellenden Vortrag. Aber wie wird sich das, was du beschrieben hast zum Thema Transhumanismus, auf die Arbeitswelt auswirken? Was vermutest du da? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich denke, also ich habe zum Beispiel in meinem früheren Job tatsächlich technische Anleitungen geschrieben für die dort hergestellten Produkte. Und es wird ja jetzt häufig gesagt, auch in dieser einen Studie, wo gesagt wird, wie viel das 40 oder 50% der Arbeitsplätze auch von Journalisten und eben solchen technischen Redakteuren wegfallen werden. Ich kann verstehen, dass vieles davon technisch jetzt gemacht werden kann. Und sehe auch die Gefahr, dass viele Arbeitsplätze wegfallen, vor allen Dingen von Menschen, die nicht extrem hochqualifizierte Arbeit machen, aber auch nicht ganz einfache Tätigkeiten nur. Also ich sehe mich auch in dem Bereich, dass ich als Physikerin in den letzten 30 Jahren eigentlich eher nur Laborarbeiten und sowas gemacht habe und nicht wirklich selber Hightech entwickelt habe, weil das auch nicht mein Schwerpunkt in meiner individuellen Entwicklung war, sondern ich dann mehr Philosophien so getrieben habe. Aber solche Arbeitsplätze, die ich in den letzten 20 Jahren hatte, die werden tatsächlich stärker verschwinden. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch, dass ich die Frage jetzt gerade von der Seite her ausrolle, aber ich sehe ja, dass das viele Menschen auch betreffen wird. Oder beim Übersetzen. Also ich habe damals noch, als ich da gearbeitet habe, die technischen Anleitungen, die Englischübersetzungen an ein Übersetzerbüro gegeben. Im Moment kenne ich ein technisches Tool, was das genauso gut macht. Ja, also ich würde das jetzt nicht mehr weggeben, sondern würde meiner Firma ein paar tausend Euro sparen und dieses Übersetzungsbüro würde Aufträge verlieren. Das ist also tatsächlich so. Ich will an der Stelle etwas ergänzen, was vielleicht auch zur Beantwortung der Frage beiträgt. Innerhalb des Forums Soziale Technikgestaltung haben wir in den letzten Jahren auch über diese Art von Technikwandel diskutiert. Ich darf daran erinnern, die erste Großveranstaltung, die ich zum Thema Technologieentwicklung veranstaltet habe, war 1988 im großen Saal des Landtages von Baden-Württemberg. Und das Thema hieß künstliche Intelligenz. Es war 1988. Und das, was wir in den letzten Jahren festgestellt haben, ist, um den Einfluss dieser Technologien auf die Arbeitswelt beeinflussen, gestalten und mitbestimmen zu können, müssen wir, glaube ich, in den Diskussionen unseren bisherigen Ansatz erweitern. Es reicht nicht aus, nur über die Anwendung von Technik mitbestimmen zu wollen, sondern wir müssen, und das ist unser Ansatz, damit quälen wir im Augenblick Kolleginnen und Kollegen, das ist ganz wichtig, wir müssen die Mitbestimmung unmittelbar in die Spielregeln von Software, das heißt in die Algorithmen, in die algorithmischen Entscheidungssysteme hineinlegen. Wir müssen Kriterien für die Gestaltung dieser algorithmischen Systeme entwickeln und die Mitbestimmung auf diesen Bereich mit ausweiten, um auf die Art und Weise überhaupt Prozesse mitsteuern zu können, denn von außen nur über die Anwendung von Software zu reden, wenn diese Software sich selbst verändern kann, reicht dann nicht mehr aus. Jetzt hat sich noch eine andere Frage hier eingefunden, und zwar, wo war sie denn? Das Thema Verbesserung, Human Enhancement, hast du gesagt, also dann, wenn Körperteile irgendwie ersetzt werden. Wo kann man das befürworten? Wo ist es abzulehnen? Gibt es dafür Kriterien? Weißt du darüber? Ich glaube, das Beispiel mit dem Sportler war dort schon ganz geeignet. Ich glaube, es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn solche Techniken eingesetzt werden. Dort, wo es die Menschen wünschen und wenn es allen zur Verfügung, tendenziell zumindest allen zur Verfügung gestellt werden kann.
Wo es problematisch wird, ist, wenn diesen Menschen dann ungerechtfertigte Vorteile gegenüber anderen zugebilligt werden und die dann auch wirklich wirksam werden. Das ist ja nicht nur im Sport, wo man sich entscheiden kann, sich zu beteiligen oder nicht, und wo letztlich dann auch Experten darüber befinden, wer miteinander im Wettbewerb stehen darf, sondern genau das wird ja auch in die Arbeitswelt eindringen. Und auch dort brauchen wir eigentlich diese Art von Techniken, die auf dem Bild waren, was ich gezeigt hatte, gar nicht, die so richtig hardwaremäßig gegenständlich sind, sondern das wird heutzutage mit diesen chemischen Pillen ja schon weit angewandt. Das ist ja, also immer wenn ich das höre, wie viele Jugendliche oder auch Menschen im Beruf sich mit Pillen arbeitsfähig halten, ist das eigentlich erschreckend. Und dort muss der Druck weg, der gesellschaftliche. Wenn dann vielleicht tatsächlich irgendwelche Schriftsteller oder was weiß ich, oder Künstler meinen, sie müssen ihr Gehirn irgendwie boosten, um zu schönen Ergebnissen zu kommen, dann mag das tatsächlich ihr individuelles Risiko sein. Aber es darf nicht in die Richtung gehen, wo es gesellschaftlich notwendig wird, um überhaupt noch wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das sind so Bereiche. Ich habe also meinen letzten Job als Ingenieurin, also in dem Ingenieurbereich tatsächlich selbst gekündigt, weil ich mich überfordert gesehen habe mit diesem ganzen Stress, der Art und Weise, wie dort gearbeitet wurde. Ich hätte das auch mit wenigstens Schlafpillen oder dann noch anderen Pillen handeln können oder müssen, wenn ich den Job hätte behalten müssen. Und deshalb weiß ich, wie stark dieser Druck eigentlich schon ist. Also das ist dann wirklich nicht Science, sondern das ist harte Realität, aber eine dystopische. Hier ist noch eine Frage gekommen zur schwachen KI. Wie schafft man es, dass alle von der schwachen KI profitieren und nicht nur die Reichen, die sich durch die Maschinenarbeit von Menschen ersetzen, dadurch auf Dauer Geld sparen, aber die entlassenen Menschen nichts davon haben? Das ist eine Frage. Revolution machen. Also es gibt auch ganz viele Vorträge im Klimabereich, die ich mache, die enden dann eigentlich, wenn man ein bisschen in die Diskussion kommt. Ich traue mir das ja nie, einen wirklichen Vortrag so richtig offen einzubauen. Aber wenn man die Bedingungen so maßgeblich verändern möchte, wie man es braucht, um das zu können, was wir eigentlich nötig tun müssen, um als Menschen gut weiterleben oder uns gar weiterentwickeln zu können, müssen wir die jetzige Gesellschaftsformation abschaffen und uns eine neue erstens ausdenken und zweitens dann auch verwirklichen. Ich komme aus der Ex-DDR, ich würde das natürlich auch so nie wieder haben wollen, sondern gerne daraus lernen wollen. Aber vorher, ich will natürlich jetzt, was ich jetzt sage, das kann ich gut machen. Ich selbst will aber auch in keinster Weise unterschätzen die ganzen Tätigkeiten, von denen du gerade erzählt hast, dass man natürlich innerhalb der jetzigen Verhältnisse, innerhalb von Gewerkschaften oder solchen Foren wie euren, sich auch schon maximal dafür einsetzen soll, Mitbestimmung durchzusetzen, Demokratisierung durchzusetzen, zu hoffen, dass die Menschen, die dann mitbestimmen können, auch in die Richtung mitbestimmen, wie es wirklich humaner ist, als was vielleicht technokratischer wäre. Das möchte ich auf jeden Fall sagen, obwohl das jetzt nicht mein Thema ist. Also ich sehe da beide Dinge, das Reformerische und das eher Revolutionäre. Ich möchte da jetzt keins alleine sehen, sondern das müsste sich gegenseitig wie bei Synergie gegenseitig antreiben und vorwärts bringen. Dann ist eine Frage gekommen, da geht es, glaube ich, nochmal um eine Verdeutlichung. Du hast in deinem Beitrag und auch auf den Folien einen Begriff geprägt, der hieß allgemeine KI, die in 20 Jahren Realität sein wird. Kannst du nochmal wiederholen, was du darunter verstehst? Da müsste ich jetzt die Quelle nochmal genau anschauen. Also es ging da auch darum, bin mir jetzt nicht mehr so genau sicher. Das ist jetzt schon wieder eine Weile her, wo ich dieses Zitat rausgesucht hatte. Also das, was man auch bei Intelligenz schon ein bisschen breiter sieht, dass es da nicht nur um schnellere und bessere Rechenoperationen geht, sondern um situationsbezogen zu reagieren und solche Dinge. Ich würde das jetzt aber nicht als Wikipedia-Definition nehmen, sondern würde da am besten nochmal nachschauen wollen, was ich jetzt auf die Schnelle aber nicht kann. Aber es geht eben, wie gesagt, dieser KI-Begriff hat sich ja auch öfters mal geändert und es geht eben mehr um eine Verallgemeinerung in Hinsicht mehr zu können, als die engeren KI-Begriffe vorher festgelegt hatten.
Ich habe hier noch anderen gefunden. Ich lese immer kurz vor. Ich finde es ganz toll, was Sie da inhaltlich vorstellen. Ich bin eine alte Feministin und sehe in vielen Bereichen, dass die transhumanistischen Ideen, diese ganze Art, nur technische Lösungen zu sehen, die Verweigerung allen Zyklischen bedeuten und damit das Leben. Es gibt seit einigen Jahren viele Eingriffe in den weiblichen Körper, Schwangerschaft mit der DNA von 3 Menschen, Austragen eines Kindes in einer transplantierten Gebärmutter. Was heißt, die Frau nimmt die ganze Zeit Immunsuppressiva. Das hat massive epigenetische Folgen für die Kinder, die so gezeugt und geboren werden. Willst du das nochmal kommentieren? Ja, das Problem daran sehe ich auch daran, dass sowas nicht offen diskutiert wird und auch den betroffenen Frauen im Ernstfall auch nicht so gesagt wird, sondern eben Marketingtechnik. Wenn es entwickelt wird, muss es sich dann auch lohnen, um es bei besonders zahlungskräftigen oder genügend massenhaften Anwendungen dann auch Profit einzuscheffeln. Deshalb werden diese Risiken eben prinzipiell erstens nicht untersucht und zweitens nicht kommuniziert. Weil wenn es das gemacht würde, würden sich ja weniger Menschen bereit finden, dafür zu bezahlen oder das mit sich machen zu lassen. Also ich selbst bei meiner Kinderwunschbehandlung, ich hatte die zum Beispiel genau deshalb abgebrochen, das war 1990. Und ich habe damals in Jena im Frauenzentrum in der Bibliothek geschmökert und dort gab es ein Buch aus einem Frauengesundheitszentrum über die Risiken der Kinderwunschbehandlung, was mir meine Ärztin alles nicht gesagt hatte. Und daraufhin habe ich dann diese Behandlung abgebrochen und bin Gott sei Dank dann trotzdem kurz darauf schwanger geworden. Also da kann ich diesen feministischen Frauengesundheitszentren nur dankbar sein, dass ich da nicht meine Gesundheit vielleicht auch aufs Spiel gesetzt habe. Dann haben wir eine Frage von einem Philosophiekollegen. Er schreibt: Herzlichen Dank für den wunderbaren Vortrag. Eine begriffsbezogene Nachfrage. Es war mehrfach die Rede vom Wesen des Menschen. Und wie kannst du das in deine Diskussion einbeziehen? Wesen des Menschen, Menschenbild. Was bedeutet das in Relation zu deinem Denkansatz? Also ich bin kein Mensch, die immer bei jedem so einem Vortrag immer rein philosophisch sauber spricht, sondern ich versuche, Worte zu nehmen, wo ungefähr das Gefühl besteht, dass die Menschen wissen, was damit gemeint ist. Ich selbst bin philosophisch gesehen nicht für ein starres Menschenbild, sondern für eine Konzeption über einen Begriff vom Menschen. Und im Begriff vom Menschen sind Theorien enthalten, die etwas über das Leben des Menschen und seine Möglichkeiten enthalten. Es gibt in der kritischen Psychologie auch nochmal eine schöne Unterscheidung zwischen Natur des Menschen und Wesen des Menschen. Es wird dort also gesagt, die Natur des Menschen ist also das, wovon ich gesprochen habe, dass dort also auch in der biologischen Natur, in unseren Genen drinsteckt, dass wir erwarten, in einer Gesellschaft uns zu reproduzieren, dass wir darauf vorbereitet sind, biologisch. Das ist die menschliche Natur. Und der Begriff menschliches Wesen, den gibt es ja nochmal von Marx, sagt, das menschliche Wesen ist das Ensemble gesellschaftlicher Verhältnisse. Da geht aber ein bisschen das Individuum unter. Und die Ute Holzkamp-Osterkamp hat das zusammengebracht mit, wir haben als Individuen eine menschliche Natur und entwickeln uns, seit wir geboren werden oder vielleicht schon seit wir gezeugt werden, in eine jeweils konkret historisch spezifische Gesellschaft hinein. Und das ist dann quasi dabei prägt sich das Wesen aus. Das ist nicht nur ein allgemeines Wesen, wie Menschen immer und überall sind, sondern wie sie in dieser jeweiligen Gesellschaftsordnung sind. Und es liegt aber in unserer Natur, uns da hinein zu entwickeln. Also das finde ich relativ spannend von der Begrifflichkeit her nochmal. Mhm. Begriff ist immer sowas, bei Begriff des Menschen ist immer eine gesamte Theorie über etwas. Das ist nicht nur ein Wort oder eine Definition, also da komme ich ein bisschen von Hegel her. Also deshalb gibt es für mich im allgemeinen Sprachgebrauch die Menschenbilder. Und dann kann man nochmal unterscheiden zwischen Natur des Menschen, Wesen des Menschen und Begriff des Menschen. Wäre so
grob einen Hinweis, wie ich das machen würde, wenn ich Zeit hätte, dazu auch noch vielleicht ein Buch zu schreiben. Vielen Dank. Kommt gleich eine weitere Frage. Ein Zuhörer sucht Beispiele für etwas, was technisch gemacht werden kann, dann aber doch nicht gemacht wurde. Es zielt wohl darauf ab, dass irgendetwas, was technisch konzipiert wurde, dann am Widerstand von gesellschaftlichen Akteuren umgekehrt wurde. Fällt dir was dazu ein? Zum Beispiel diese Google-Brille, die sollte ja schon, als sie entwickelt wurde, vor 10 Jahren vermarktet werden und jeder sollte die aufsetzen können. Also eine Brille, wo gleichzeitig da alles das, was ich sehe, mitgeschnitten und irgendwo bei einer Cloud eingespeichert wird oder wo mir eingeblendet wird, was ich gerade sehe und solche Dinge. Also das wurde erstmal zurückgefahren, weil die Proteste zu stark waren. Das fällt mir ein. So, was fällt mir gerade noch ein? Nee, mehr fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, ja, über die berühmte menschenleere Fabrik reden, die auch nicht funktioniert hat. Ja, die hat nicht funktioniert. Man hat die aber nicht wegen Protesten nicht aufgegeben, sondern das war eher, dass man gesehen hat, es wird nichts ohne Menschen. Ja. Ja. Hier kommt noch eine andere Frage. Ich höre mich gerade immer noch mit Echo. Ich hoffe, es kommt bei Ihnen mit Echo an. Die Frage lautet, was macht Hightech scheinbar attraktiver als einen menschlichen Beitrag? Wo liegen zurückliegende Versäumnisse einer Würdigung des Menschlichen, insbesondere auch, da wir seit Jahrzehnten einen menschenzentrierten Gestaltungsansatz propagieren? Ihre Ansätze einer künstlerischen, bildenden und heilsamen Betätigung des Menschen jenseits eines unmittelbaren Produktivitätsanspruchs klingen interessant. Möchtest du das kommentieren? Ja, warum es attraktiver ist, hatte ich schon ein bisschen im Vortrag angedeutet. Also unsere Welt ist halt so, dass die technische Entwicklung alles zu bestimmen scheint. Man hört das Mann, ich sage das schon mal wann. Also jedes Individuum hört das ständig. Es wird eben auch, ich habe nicht umsonst diese Filme und Bücher auch angesprochen, es wird ständig immer wieder diskutiert und immer wieder reflektiert, während man zum Beispiel von der kritischen Psychologie wird kaum jemand was wissen. Und an das bisschen, was wir Älteren mal aus dem Marxismus an diesen gesellschaftstheoretischen Dingen hatten, da ist auch gerade bei jungen Leuten kaum irgendwas im allgemeinen Gespräch oder in der gedachten Kultur drin. Und okay. Jetzt eine weitere Frage. Das bezieht sich auf das Stichwort allgemeine KI. Da bringt die Person, die das schreibt, das in den Zusammenhang mit selbstfahrenden Autos und fragt nach den Problemen mit ethischen Entscheidungen. Also die berühmte Frage, Oma oder Kind, wer soll wen umfahren? Das ist ein bisschen wie früher bei der Kriegsdienstverweigerer. Wollen Sie selbst erschossen werden oder schießen Sie Ihren Feind? Das sind einfach Fragestellungen, die völlig unnötig sind. Was würdest du sagen? Also so viel ich weiß, hat die Ethikkommission dazu ja beschlossen, dass nichts in das Auto, in die Software implementiert werden darf, wo das Auto selber die Entscheidung trifft. Sondern soweit ich weiß, sind die Regelungen jetzt so, dass der Fahrer ja sowieso auch immer noch aktiv dann mitfahren muss, sodass er jederzeit eingreifen können muss und dass dann sowas an den Fahrer zurückgegeben wird. Inwieweit das technisch so bleibt, ist eine Frage der zukünftigen Auseinandersetzung mit der Frage. Ja. Da kann ich vielleicht noch was ergänzen. Wir haben innerhalb des Forums Soziale Technikgestaltung 30 generische Kriterien entwickelt, mit denen wir algorithmische Steuerungs- und Entscheidungssysteme ausstatten wollen. Das heißt, wenn diese Systeme diesen Kriterien folgen, dann kann man sie zulassen. Das ist das Gedankenmodell dabei. Und ein Kriterium zielt ganz bewusst auf die Frage, dass ein solches technisches System, ein solcher algorithmischer Entscheidungsprozess nicht stattfinden darf, ohne dass ein Mensch dazwischen ist. Das heißt, wir lehnen es ab, dass ein Steuerungssystem automatisiert Entscheidungen über Menschen trifft, sondern Entscheidungen über Menschen können nur von Menschen getroffen werden. Das halten wir für einen ethisch relevanten Grundsatz.
Und ich denke, das sollte man auch beim Thema selbstfahrende Fahrzeuge mit drin haben. Entscheidungen werden vom Menschen getroffen. Und da widerspreche ich auch ganz gerne den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von Cyber Valley, wo der ein oder andere doch davon träumt, dass diese Systeme alles alleine entscheiden dürfen. Technik ist für mich dann gut, wenn sie Assistenztechnik ist, aber nicht, wenn sie die Vollmacht hat, anstelle des Menschen über Menschen entscheiden zu können. Jetzt haben wir noch eine abschließende Frage. Oh, kaum habe ich das gesagt, kommt die nächste. Wie sollte Ihrer Meinung nach die Politik, darüber jetzt ist es gesprungen, wie sollte Ihrer Meinung nach die Politik in diesem Umfeld agieren, damit diese Entwicklung in einem sozialen Rahmen verläuft? Das ist eine tolle Frage. Ja, ganz, ganz viel. Also wie gesagt, noch kann die Politik ja nicht selbst entscheiden, was entwickelt wird, sondern das machen Unternehmen im Profitinteresse. Was Politik dann noch machen kann, ist, gewisse Dinge zu verbieten oder gewisse Dinge zu fördern. Und bei der Förderung fällt mir das Wort, was heute noch gar nicht gefallen ist, Technikfolgenabschätzung ein. Also ich weiß es nicht ganz genau, aber eigentlich hinkt die Technikfolgenabschätzung meistens den realen Entwicklungen extrem hinterher, weil sie eben auch extrem viel weniger Mittel hat und ganz viel weniger Leute sich damit beschäftigen können, als damit diese Entwicklung, also Handeln first und Nachdenken second. Und wenn man das umdrehen könnte, wenn man da gesellschaftlich so viel wie möglich Macht drauf legt, das zu tun, wäre schon viel gekonnt. Jetzt ist noch ein Kommentar gekommen von einer Zuhörerin zu einer Stellungnahme eines Zuhörers, das ist schon einige Minuten zurück. Sie schreibt: Ich kann nicht bestätigen, dass sich junge Leute heute nicht mehr mit kritischer Gesellschafts- und Wirtschaftstheorie auseinandersetzen. Unsere Veranstaltungen sind voll davon. Vielleicht macht mich das eher optimistisch über die Jugend. Glückwunsch, das freut uns alle, da sind wir ganz dabei. So, jetzt habe ich noch weitere Fragen. Donnerwetter, jetzt geht es ja richtig los hier. Ein Aspekt, der mir bisher noch zu kurz gekommen ist, ist, dass Vertreter des Transhumanismus auch für massive Datensammlungen plädieren, um beispielsweise bestimmen zu können, welche Gene für bestimmte Krankheiten verantwortlich sind, um dann das Genom des Menschen verbessern zu können. Sie haben das ja schon mit Google und Kurzweil verwiesen. Wie siehst du das? Stichwort Datensammlung und Transhumanismus. Ja, das hätte ich jetzt vielleicht gar nicht im Zusammenhang von Transhumanismus gesagt, sondern von solchen Stichwort nicht mehr, aber eben diese Sozialphysik, ne, dass eben nicht zum Beispiel über Gesellschaftstheorie nachgedacht wird und Sozialtheorie auch immer mehr verkommt zur Datensammlung und Datenauswertung. Und es gibt einen Gesellschaftstheoretiker, der 2015, glaube ich, einen Grundsatzartikel geschrieben hat, dass eben Gesellschaftstheorie jetzt endlich wissenschaftlich werden kann, weil man jetzt endlich empirische Daten sammeln und diese auswerten kann. Und das war es dann einfach. Also das empfinde ich also auch als wissenschaftstheoretisch extrem gefährlich. Bei Krankheiten würde ich eher noch sagen, dort muss eben dann bei dieser, also dort kann ich auch nicht für alle Fälle jetzt sagen, ob es gut ist oder nicht. Ich würde natürlich Menschen, deren genetisch bedingten Krankheiten man tatsächlich verhindern oder therapieren kann, wünschen, dass das möglich ist. Da bin ich nicht Fachfrau genug dazu. Bei einer Verbesserung wäre ich aus den schon genannten Gründen extrem vorsichtig eher. Vor allen Dingen noch dazu in der jetzigen Gesellschaft. Also ich würde vielleicht, wenn wir eine nachkapitalistische Gesellschaft haben und vernünftig mit allen Menschen darüber beraten haben und Experten ausquetschen konnten darüber, würde ich mich jetzt nicht dogmatisch gegen irgendetwas stellen. Aber in der jetzigen Gesellschaft wäre ich dann eher dafür, dann doch sowas wie ein Moratorium haben zu wollen, bis es dann mal vielleicht in andere Richtung gehen kann. Bevor ich auf die nächste Frage komme, hier noch ein Kommentar, der zum Thema Entscheidungen durch Technik kommt. Das Militär will ja Drohnen, die selbst entscheiden, welcher Feind getötet werden soll. Das ist aus meiner Sicht ethisch nicht zu vertreten und ich glaube, da sind wir uns an vielen Punkten auch einig.
die Schlussfrage von einem Kollegen, der schon seit vielen Jahren in unseren Diskussionen dabei ist. Sie haben Erich Fromm erwähnt. Welche Bedeutung hat die Furcht vor der Freiheit, also der Frommsche Begriff, auf die Hinwendung zu KI und Ersetzung der menschlichen Entscheidung durch Algorithmen und Tabellen? Da darfst du jetzt eine Art Schlussbemerkung machen. Ich glaube, die Verbindung ist auch wieder unsere Gesellschaft, in der wir leben, unsere Erfahrungen machen und die auch unser Denken und Fühlen und Wollen prägt. Ja, also innerhalb dieser Gesellschaft ist es natürlich ganz schwer, Verantwortung für Entscheidungen übernehmen zu wollen, die wir aus freiheitlicher Perspektive eigentlich übernehmen wollen, weil wir ja die Verantwortung nicht wirklich tragen können. Und genauso ist es auch dann, dass es dann näher liegt, zu glauben, dass es nicht in der menschlichen Möglichkeitsfeld liegt, sondern, ach, dann lass das mal die Technikentwicklung machen, die entscheidet. Das ist ja schon immer so, ja, oder es wird so sein und dann brauchen wir wenigstens nicht mehr. Also für manche Leute ist das entlastend, das kann ich mir gut vorstellen. Und in dem Sinne würde das, wenn Erich Fromm das jetzt noch beobachtet hätte, was jetzt alles abläuft, wahrscheinlich auch als Beispiel nehmen. Ja. Gut. Annette, ich danke dir sehr, dass du heute gesprochen hast, dass du dir viel Zeit für die Antworten genommen hast. Es war, glaube ich, eine gute Veranstaltung. Wir haben damit einerseits in eine laufende Diskussion eingegriffen, wo es um Technologie geht, um Arbeitswelt und Arbeitsgestaltung und haben gleichzeitig Aspekte aus der philosophischen, ethischen und sozialwissenschaftlichen und sozialpsychologischen Diskussion mit aufgenommen. Ich denke, in dem Stil sollten wir weitermachen. Ich danke allen Beteiligten, allen Zuhörenden und Zusehenden und vielen, die Kommentare und Fragen geschrieben haben. Und hoffe, Sie und Ihr seid bei der nächsten Veranstaltung wieder dabei. Wir werden informieren, wann die Aufzeichnungen der Veranstaltung online stehen, sodass jede und jeder sich dann nochmal in Ruhe nachträglich anschauen kann. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Lieben Dank, Annette Schlemm. Liebe Dank, Annette Görlich. Liebe Dank an Sabine Demser. Tschüss. Und vielen Dank an Welf Schröder.